Evil Inside. Ich sehe auch, es ist auf Deutsch. Es ist auf Deutsch. Sehr schön. Grafikqualität Ultra. Boah, mal gucken, ob das die Grafikkarte mitmacht. Leer. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Um ein besseres Erlebnis zu haben, spiel mit Kopfhörern und schalte das Licht aus. Das haben wir alles gemacht. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. Ist das ein Baum oder was ist das da hinten? Sieht aus wie ein Baum. Also das hier. Ah, kann ich nicht zeigen. Ah, ein Brunnen. Wurde bereits festgenommen. So, Ehemann wurde festgenommen. Irgendeine Frau im Brunnen. Klingt in Ordnung. Ah, da fängt es auch schon an. So laufe ich auch mal. Aber eher nachdem ich Alkohol getrunken habe. Jägermeister! Handy? Ah, iPhone? Oder Samsung? Weiß ich nicht. Hallo? Hi, Mark. It's been a long time since what happened to your mother. That happened many months ago. Are you better? Yeah, yeah, sorry. Listen, are you in contact with... Wieso schneit es einfach bei ihm? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Die ist doch tot, oder nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Egal, können wir jetzt mal zocken? Geht's los? Ich hab doch noch nicht mal angefangen zu spielen. Ey, da ist wieder diese komische. Ah, jetzt geht's los. Oh, ich hoffe, ich muss hier nicht. Kann man hier sprinten? Oh, man kann nicht sprinten. Das ist sehr gut. Bisschen langsam, oder? Kann man nicht einstellen. Super, danke für gar nichts. Kann ich hier irgendwas nehmen? Kann ja auch nichts anmachen. Ja, lol, ich kann ja nichts machen. Oder muss ich mit E? My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Er hat noch einen kleinen Bruder. Bruder, wer hat denn so ein Haus zu Hause? Das ist doch krank. Oh nein, bestimmt ist sie wieder oben am Geländer. Okay, hier ist verschlossen. Kann man... Man kann nichts anmachen oder so. Hier ist eine kleine Truhe. Kann man auch nicht öffnen. Ja, der geht ja lang. Achso, das ist Sprinten. Guck, das ist normales Gehen. Und das ist Sprinten. Langsam, schnell. Oh, hier ist eine offene Tür. Kann ich hier... Nee, kann... Mama? Hey, die ist doch tot. Oh nein. F. Jackie? Wer ist Jackie? Sein kleiner Bruder, glaube ich. Ja, der ist bestimmt oben. In Horrorfilmen sind die Kinder immer oben. Das Babyphone, dieses Babyphone ist immer unten. Und dann hören die komische Geräusche und dann muss man nach oben. Und da oben ist immer jemand. Auf Ansage. Ich kenne die ganzen Horror... Hä, was denn passiert? Hä? Irgendwas passiert? Hier ist immer noch verschlossen. Muss ich eigentlich zurück? Wir gehen einfach mal zurück. Kann hier nichts öffnen oder so. Hier ist mir zu dunkel. Hier kann ich nichts machen, glaube ich. Hier noch eine Tür? Ne. Ich glaube, ich muss den Schlüssel da rausholen. Aus der Küche. Und nochmal schön in die Küche sprinten. Lol. Hä, war die Tür vorher auch schon auf? Also als ich hier gerade rausgegangen bin? Nein, ne? Keller ist nie gut. Keller ist nie gut. Oh, ein Billardtisch. Also Billard ist immer geil. Oh, Alter, so einen Keller zu haben bei sich zu Hause ist schon schmackhaft. Bisschen gruselig, aber... War schon
Schon geil. Und hier liegt bestimmt irgendwo der Schlüssel. Sogar Fernsehen, Alter. Schmeckt. Muss ich hier Strom anmachen? Ja, das kann ich ja nicht mal drücken. Wer hat gepupst? Ich nicht. Oh nee. Oh, du kleiner Hundesohn! Oh mein Gott! Einfach ein Baby! Also, dass mich ein Baby erschreckt, ne? Das ist... Oh, der pennt doch, der Kleine. Oh, das Lied ist aber gut. Das entspannt gerade. Das hatte ich auch immer. Ding, ding. Ding, ding, ding. Oh nee, das wird langsamer. Das ist nicht gut. Dreh dich weiter, bitte. Wir brauchen einen Schlüssel. Penn mal weiter, penn mal. Hallo? Jemand eingetreten? Oder hat er mir einfach die Tür geöffnet, dass ich wieder rausgehen soll? Ja, hier ist ja nichts. Sollte ich hier überhaupt rein? Oder sollte ich nur nachgucken, ob dieser kleine... Ob mein kleiner Bruder noch lebt? Hä? Wir sind noch wieder hier, wo wir gerade waren, oder nicht? Ich sag euch, irgendwann kommt hier noch einer irgendwie am Geländer. Der wird uns noch hops nehmen. Der wird uns noch hops nehmen. Kann man jetzt hier aufmachen? Immer noch nicht. Also ich check das Spiel bisher überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber es ist gruselig. Oh, jetzt klingelt wieder jemand. Mann. Wer klingelt denn um diese Uhrzeit? F. Ja, danke. Habe ich alles verstanden? This breathing. Jetzt ist wieder Keller auf. Ich glaube, dieser Typ ist irgendwie paranoid oder wie man das nennt. Seine Mutter ist tot, er fragt die ganze Zeit nach seiner Mutti. Und wieder in den Billardkeller. Jetzt leuchtet da diese Lampe, die hat vorher nicht geleuchtet. Aber wieso laufen wir die ganze Zeit im Kreis? Ah, oh, Ouija-Brett. Was soll ich damit? Habe ich das jetzt... Ey, diese Türen gehen immer automatisch auf, das gefällt mir gar nicht in diesem Spiel. Und jetzt laufen wir wieder im Kreis. Hauptsache, wir gehen in den Keller. Hauptsache, wir gehen in den Keller. Dann gehen wir wieder hoch. Und jetzt erschreckt mich jemand. Ah, doch nicht. Ah, jetzt sind da... Guck. Elektrisches Spielzeug damals zu haben, wäre schon... Ist das Baby eigentlich noch da? Ja, wieso guckt der mich an? Ja, der guckt mich jetzt an. Ich sag's euch ehrlich. Der guckt mich jetzt an. Oder? Naja. Ich rette nicht deinen Arsch. Warum ist hier so gruselige... Warum ist hier so eine gruselige Musik? Ist doch gar nichts passiert. Sag's euch, dieses Skelett. Ach da, lol! Gar nicht gesehen. Ja, moin, weil ich hochgeguckt habe. Bisschen erschrocken habe ich mich, aber es ging noch. Es ging noch. Und wieder weiter im Kreis. Und jetzt, wo müssen wir jetzt hinlaufen? Da lag einfach jemand. Jetzt können wir bestimmt hier nicht mehr rein. Jetzt müssen wir wieder zurück, bestimmt. Meine Nase juckt. Wann kommen wir denn hier raus? Ich glaube, wir müssen komplett wieder zurück, oder? Ach, F. Oh Mann, wer bin ich denn? Ich weiß, Pole, aber woher soll ich das wissen? Man kann hier nicht mal irgendwas aufmachen. Ich glaube, wir müssen zurück. Oder auf... Ah! Ich wette, auf dieser Lokomotive steht da was drauf. Kann man sich ducken? Nein. Nee, hier steht nichts drauf. Schade. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich wieder zurück muss oder nicht. Baby, bist du noch da? Ja, ne? Heul nicht rum, Mann. Halt die Fresse jetzt.
Egal, wir gehen einfach mal wieder. Bestimmt ist da hinten irgendwie eine Tür wieder auf, diese linke Tür. Da ist bestimmt irgendwo ein Passwort. Mann, geh doch schneller, bitte. Ja, hier ist keine Tür auf, lol. Hier war ich doch schon. Ich bin hier doch gerade schon lang gegangen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Code. Irgendwas gehört. Irgendwas Gruseliges. Diese Lampen. 10 Uhr. Auch irgendwo, wo Zahlen sind. Irgendwas mit Zahlen. Also auf jeden Fall die Uhr. Die Uhr hat Zahlen. Ansonsten. Ist hier irgendeine Tür? Die ist verschlossen. Die kann man gar nicht aufmachen. Das Baby hat bestimmt irgendwas hier. Safe. 100 pro. 9:59 Uhr. Ist ja noch gar nicht spät. Aber 9 Uhr morgens, oder? Oder abends, weiß ich nicht. Kannst du mal die Fresse jetzt halten? Ich brauche Codewort. Gehen wir mal nach hinten. Ach, hier ist wieder verschlossen. Super, danke für gar nichts. Hey, woher soll ich das denn wissen? Kann ich nichts machen. Kann ich damit was machen? Nö. Das zu. Oder muss ich einfach ausprobieren? Aber woher soll ich das denn wissen? Ja, wie drehe ich das überhaupt? Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn die Zahlen da eintippen? Ich kann die Zahlen nicht mal drehen. Wie mache ich das denn? Kann ich das jetzt ablegen? Ich kann das nicht mal ablegen, lol. Ja, ich kann nichts machen. Hallo. Leg den Scheiß mal ab. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Wir müssen neu starten. Das ist das Problem, wenn man kostenlose Spiele holt. Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist das Ding. Ja, fahr mal weiter. Chuchu, jetzt kommt, glaube ich, wieder diese Frau am Boden, oder? Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Habe ich mich ein bisschen erschrocken. Nicht viel, aber ein bisschen. Also ich will mal nur gucken, ob das jetzt funktioniert. Das Teil ist verbuggt. Ich kann hier, wenn ich das hier nehme, kann ich gar nichts mehr machen. Ich hätte einfach F drücken müssen. Ich hätte das einfach mit F wieder ablegen können. Ja, moin. Voll unnötig. Aha. Jetzt muss ich hier ein Rätsel lösen. So. Baum. Baum. Warte, warte. Haus. Haus ist dieses pinke. Das geht zu der 2. Zu der 2. Das Blümchen ist das grüne. 2. 9. 2, 9. Nee, ich glaube, das ist dumm, oder? Doch, 2, 9. Hey, warte, warte, ich bin gerade lost. Das geht doch zu nichts. Dieser Baum geht doch zu nichts, oder nicht? 2, 9. 2, 9 ist auf jeden Fall richtig. Sonne hat die Nummer 1. 2, 9, 1. 2, 9, 1. Also ich habe nur 3 Zahlen gehabt. Hier kommt eine 2 hin. Aber wie stelle ich das denn ein? Ah, jetzt habe ich's. 2 9 0 1. Falsch. Ja, moin. Nochmal. Oder gibt's zwei Seiten? Nee, ist beides dieselbe Seite. Ist beides dieselbe Seite, glaube ich. Das Haus. Aber was für Haus?
Haus. Ist das pinke. Das ist die 2. Das Blümchen ist das grüne. Die grüne Linie. Das geht bis... bis zu 9. Der Baum geht zu nichts. Was soll ich denn da eintragen? Oder geht die Linie hier weiter? Nö. 2, 9? Ah, ich weiß, was ich mache. Ich teste einfach alle Zahlen. 2, 9 und 1 am Ende. Und jetzt teste ich hier einfach. Wie, aber wie... Achso, lol, wieso habe ich da jetzt 4? 2, 9. Testen einfach die Zahlen alle jetzt durch. Ah, ist auf. Habe ich doch gesagt. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. Einfach immer durchtesten. So, wofür war jetzt der Schlüssel? Für da, glaube ich, oder? Hier war auch irgendwas verschlossen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Ne, da kommen wir nicht durch. Jetzt geht's weiter, endlich. Hier war, glaube ich, ne, genau hier. Nächste Tür. Jetzt laufen wir nach oben und dann sind wir wieder unten. Ich sehe das schon kommen. Oh, ein Fenster. Ich will mal rausgucken. Jo, danke für gar nichts. Ah, ne, wir sind oben. Wir sind wirklich oben. Hier waren wir noch gar nicht. Ah! Jetzt sind wir hier, wo diese komische lang gelaufen ist. Oh, Kreuze sind nie gut. Also nichts gegen Christen. Ich bin selber Christ. In Spielen... Hä, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Guck, das ist verwirrend hier. Und jetzt gehen wir wieder in den Keller. Sehr, sehr kompliziert, das Spiel. Was können wir jetzt hier machen? Gar nichts. Kann ich hier was machen? Ah, jetzt habe ich wieder... Ah! Hä, soll ich jetzt die ganzen Ouija-Dinger... Soll ich jetzt so lange hin und her laufen, bis ich das ganze Ouija-Brett zusammen habe, oder wie? Aber relativ wenig Jumpscares bisher, finde ich. Also wirklich, also... War ja... Das war's? Halt's Maul! Ah, ich sehe jetzt auch gerade bei Rezension... Ausgeglichen. Jo, danke für gar nichts. Oh mein Gott, es gibt eine Vollversion! 8 Euro? Nee. Zu viel. Schreibt mir einfach am besten eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ja, dann kann ich gucken, ob ich das Spiel noch weiter zocken werde oder nicht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da oder ein Follow, keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal.